Voilà. Wenn du magst, dann und du jetzt gerade ein bisschen Zeit hast, ein paar Minuten, dann lade ich dich ein, diesen Quantenraum, diese große Sandkiste zu öffnen, diesen Raum der Möglichkeiten und darin einfach dein Herz zu aktivieren, dein Herzatom, deine Verbindung zur Quelle. Und das ist schon, ja, das ist der Raum, in dem wir jedes Mal, wenn wir zwei Punkten anwesend sind und die Dinge geschehen lassen. Ja, wenn du sitzt, dann schließe gerne deine Augen. Geh mit deinem Bewusstsein zu deinem Atem. Lass den Atem ganz ruhig in dich rein fließen. Und wieder hinaus strömen. Die Gedanken beruhigen sich, du kommst wieder in dein eigenes System zurück. Und ich bitte dich jetzt einfach mal beide Hände so vor dir in die Luft zu geben und beide Hände gleichzeitig zu spüren. Du hast dein Bewusstsein an beiden Händen gleichzeitig. Vielleicht spürst du, dass es in deinen Händen kribbelt, dass sie warm sind oder kalt oder unterschiedlich. Gib mal deine Aufmerksamkeit mehr auf die Fingerspitzen, den Daumen. Und je nachdem, wo wir unsere Aufmerksamkeit hingeben, können wir vielleicht immer noch etwas anderes spüren. Vielleicht magst du die Hände jetzt mal langsam zusammenführen und gucken, ob es da was dazwischen gibt. Ja, langsam zusammen. Und wieder auseinander. Deine Aufmerksamkeit ist zwischen den Händen und das, was sich dazwischen befindet. Und wieder auseinander. Und das ist dieser Raum, in dem wir zwei punkten. Das ist dieser Raum, dieser Quantenraum. Wenn du dein Bewusstsein an zwei Orten gleichzeitig hältst, dann öffnest du den Raum der Möglichkeiten. Spür deine Hände, kannst auch deine Füße gleichzeitig spüren. Und vielleicht noch einen Punkt in deinem Kopf, in der Mitte, da wo die Pinealis, die Zirbeldrüse sich befindet. Dann hast du jetzt schon fünf Punkte, wo du gleichzeitig mit deinem Bewusstsein bist, so wie ein Pentagramm. Und jetzt geben wir in dieses offene Quantenfeld diese Strahlungskraft des Geistfunken, dein Herz. Geh mal in dein Herzfeld und ja, aktiviere die Freude und Dankbarkeit. Wenn du magst, kannst du an ein schönes Ereignis denken, an etwas, was dir Freude bereitet. Oder du stehst am Strand. Die Wellen plätschern oder auf einem Berg. Im Herzen gibt es immer diesen Ort der Freude und Dankbarkeit. Da, wo schon alles da ist, da, wo schon alles realisiert ist, wo die Einheit, das Ganze immer anwesend ist. Und ich merke, wie automatisch meine Hände so auseinandergehen. Und ich in mir weit werde. Ich spüre meine Füße, meine Hände, ein Licht in meinem Kopf und eine riesige Sonne in meinem Herzen. Und diese Sonnen in unseren Herzen können wir jetzt miteinander verbinden. Stell dir vor, dass alle, die dieses Video jetzt hören oder irgendwann hören, dass es da eine Sonne im Brustkorb gibt. Eine Sonne, die anfängt, immer größer zu werden, zu strahlen. Stell dir vor, alle Menschen sitzen in einem großen Kreis und dieses Licht
im Herzen. Das wird so groß, dass es das Licht des Nächsten links und rechts berührt. Und wir bilden so einen riesigen Lichtkreis. Und der wird immer größer, bis zur Mitte hin, bis alle zusammen eine einzige große Sonne gebildet haben. Und in diesem Lichtfeld aus dem Herzen, aus dem Allwissen des Ganzen, aus diesem Punkt, wo jede Kreation, jede Schöpfung entsteht, aus diesem Feld können wir unser Leben lenken lassen, leiten lassen. Und es ist einfach, weil das Leben, die Liebe und das Licht selbst durch uns durchströmt. Das Einzige, was zu tun ist, ist einfach loslassen, geschehen lassen. Und dann ist es immer jetzt. Immer jetzt. Keine Vergangenheit, keine Zukunft, sondern die Allweisheit selbst. Die Liebe selbst. Freude und Dankbarkeit. Bleib gerne noch in dieser Vorstellung, dass wir alle von Herz zu Herz miteinander verbunden sind. Und dass auch du die Möglichkeit hast, dich immer wieder aus diesem deinem Herzfeld, unserem Kraftfeld führen zu lassen, dich animieren zu lassen. Alles ist schon da. Alles ist schon realisiert. Ich spüre so mit meinen Händen, so als wenn ich das Ganze so umarme oder halte, als wenn es da wirklich so ein riesiges Sonnenfeld gibt, das alles durchlichtet. Ja, und mit diesem Licht und dieser Sonne im Herzen wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag oder einen wunderschönen Abend und eine gute Nacht, wann auch immer du dieses Video hörst. Und sei dir bewusst, dass das eigentliche Wahre und Bleibende ist. Das, was unsichtbar ist. Ja, das fühlt sich einfach zu gut an. Weiß gar nicht, wie ich jetzt meine Hände wieder zusammenkriege. So, also Intention. Das Ganze wird wieder zu dem Geistfunken in mir. Nee, ich will gar nicht so klein werden. Okay. Diese Sonne und diese Schöpfung aus uns heraus darf in die Welt getragen werden, ins Universum. Und alles, ja, mit dieser Liebe, mit diesem Licht und dem Leben durchfluten. So werden wir zu einem Sonnenstrahl, der den Kern der Erde mit der universellen Sonne verbindet, mit der kosmischen Sonne. Und jeder von uns ist ein Teil dieser Sonne. Und es gibt nichts mehr zu wissen, nichts mehr zu schaffen. Einfach in diesem Strom des Lichtes sich übergeben, sich anvertrauen. Und dann passieren die Dinge von selbst. Ein nächstes Mal.